Im Streit zwischen Deutschland und der Türkei haben sich in Berlin die beiden Außenminister getroffen. Allerdings musste Sigmar Gabriel dazu seinen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu frühmorgens im Hotel besuchen. Gabriel nannte das Gespräch hart, aber freundlich. Er habe alles angesprochen, von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker bis zur Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel. Außerdem sagte er: Wir wollen, dass wir in diesem Land miteinander gut und friedlich leben und dass wir Streit in demokratischer Weise austragen, dass wir niemanden sozusagen respektlos behandeln und dass sie sich jedenfalls auf die Freundschaft der Deutschen verlassen können. Es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört der Vergleich mit Nazi-Deutschland. Çavuşoğlus eigentlicher Besuchszweck in Berlin war aber die internationale Tourismusbörse. Dort richtete er erneut heftige Vorwürfe an Deutschland, wie den einer Tendenz zur Islamfeindlichkeit. Deutsche Politiker und Medien würden der Türkei zunehmend feindselig begegnen. Aber zuerst müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir müssen Er sagte auch, beide Seiten müssten sich entscheiden, ob sie befreundet bleiben oder die Beziehungen abbrechen wollten. Die Türkei sei für Freundschaft, aber nun sei Deutschland am Zug und je nachdem werde man sich dann verhalten. Gestern hatte Çavuşoğlu in Hamburg vor Anhängern für die geplante Verfassungsänderung in der Türkei geworben. Sie sieht vor, dass die Macht des Staatspräsidenten erheblich ausgeweitet würde.